Hallo, heute mal wieder zu einem neuen Video. Und zwar ist das das erste winterliche Video. Und zwar geht es um den perfekten Mantel für deine Figur. Ich erzähle euch, worauf ihr achten solltet bei den verschiedenen Figurtypen für den dazugehörigen Mantel. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt dran und los geht's. Für 5 Figurtypen gebe ich euch Tipps für molligere Frauen, für Frauen mit einer breiten Hüfte, für kleinere Frauen, für Frauen mit einer großen Oberweite und für Frauen mit breiten Schultern. Nicht nur Frauen, sondern natürlich können auch Männer diese Tipps befolgen. Fangen wir direkt mit der molligeren Figur an. Für dich sind schlichte und einfarbige Mäntel in einer A-Form perfekt. Unter anderem sollte der Mantel locker über die Hüfte und den Po gehen und es wäre total vorteilhaft, wenn der Mantel Längsnähten hätte, denn dadurch wird dein Körper gestreckt. Pass darauf auf, dass der Mantel nicht zu lang ist, denn dadurch wirkst du noch voller. Und am besten sollte der Mantel so bis zur Mitte des Oberschenkels gehen. Achte auch darauf, dass du dir keinen Oversize-Mantel holst oder so einen Mantel, der so flauschig ist, denn das wirkt einfach noch viel breiter. Wenn ihr Inspiration sucht, dann schaut auf jeden Fall mal in der Infobox nach. Da habe ich nämlich für jeden Figurtyp jeweils 2 Mäntel rausgesucht, die ich ganz schön fand, die halt zu der Figur passt und da könnt ihr einfach mal schauen. Jetzt geht's schon zu den Mädels, die eine breitere Hüfte haben. Und da ist ein Mantel perfekt, der oben eng ist und dann ab der Taille nach unten fällt. Das ist perfekt für die breite Hüfte, denn somit wird sie versteckt. Achtet darauf, dass ihr euch einen Mantel sucht, der etwas länger ist und der nicht an der Hüfte aufhört. Denn das schummelt noch mehr dazu und ihr solltet auch aufpassen, dass ihr keine Taschen irgendwie an den Seiten habt, denn wie gesagt, das betont die Hüfte. Welche Winterjacke ist für eine größere Oberweite gut? Achtet darauf, dass euer Mantel schlicht ist, vor allem im oberen Bereich und dass eure Knopf- bzw. Reißverschlussleiste in der Mitte ist. Denn dadurch wird der Oberkörper langgezogen und eure Oberweite wirkt nicht mehr so groß. Auch hier solltet ihr darauf achten, dass ihr an der Jacke Längsnähte habt, denn dadurch wird der Körper wieder gestreckt. Natürlich solltet ihr dann auf Brusttaschen verzichten und auf einen großen Schalkragen solltet ihr auch verzichten. Wenn ihr breite Schultern habt, solltet ihr natürlich keinen Mantel nehmen, der die Schultern noch betont. Super gut geeignet sind Egg-Shape-Mäntel, denn diese geben mehr Volumen an die Hüfte und dafür weniger an die Schultern. Jetzt geht's schon zum letzten Figurtyp und zwar für die kleinen Frauen. Eure Jacke sollte figurbetonter sein und etwas über dem Po gehen. Super gut geeignet sind Trenchcoats und Duffelcoats. Durch die Länge, also dadurch, dass die Jacke dann nur bis über den Po geht, wirkt der Körper langgezogen. Natürlich solltet ihr euch keine total lange Jacke kaufen oder eine Jacke, die mega breit ist, denn das macht euch noch zierlicher und noch kleiner und verschluckt euren ganzen Körper. Das war's auch schon. Ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen und ihr könnt euch jetzt den perfekten Mantel für eure Figur kaufen. Ich denke mal, viele haben schon Mäntel, aber vielleicht habt ihr euch gedacht, ich würde mir eh gerne noch einen neuen kaufen. Und wenn euch diese Tipps geholfen haben, dann würde mich das natürlich interessieren. Und schaut, wie gesagt, in der Infobox nach. Da sind Inspirationen. Da habe ich euch einfach ein paar Jacken für Frauen und Männer in die Infobox gepackt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss!